hereinspaziert. Noch ist die Parchimerin Ursula Schöttler-Kraft etwas fremd in ihrer neuen, großen Wohnung. Der Pestalozzi-Weg ist ab sofort ihre neue Adresse. Lampen fehlen noch, aber die Ausstattung ist schon jetzt bemerkenswert. Elektrische Jalousien, Fußbodenheizung und eine große, ebenerdige Dusche sind sozusagen serienmäßig. Und viel Platz zum gemütlichen Beisammensein, wenn ihre Familie sie besuchen kommt. Also vom ersten Eindruck war ich total begeistert, weil ich ja erst nicht wollte. Ne? Meine Kinder haben gesagt, wird gemacht jetzt. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, aber ich bin so begeistert. Gefällt mir alles. Und wenn dann draußen nachher noch alles grün ist, na dann. Gefällt mir auch so gut, dass das Haus, ich habe mir das nie angeguckt, wo gebaut wurde. Ich bin ja mit dem Gedanken, habe ich mir nicht vertraut gemacht. Aber dass das so ein bisschen hoch liegt und die Sonne nachmittags aufs Haus, das liegt so hoch so ein bisschen, nicht so an der Straße. Gefällt mir auch. Am Dienstag übergab die Wohnungsbaugesellschaft Parchim 22 Zwei- und Dreiraumwohnungen im Pestalozzi-Weg. Nach einem Jahr Bauzeit sind nur noch die Außenanlagen und Terrassen am 3,5-Geschosser fertigzustellen. Ein Neubau für rund 2,3 Millionen Euro, der auch dank der Unterstützung der Sparkasse Parchim-Lübs realisiert werden konnte. Die Wohnungsbaugesellschaft ist ja in der Weststadt vertreten, in der Altstadt. Und insofern haben wir uns gefreut, auch hier in der Oststadt neue Wohnungen, altersgerechten Wohnraum zu schaffen. Denn der ist hier in Parchim sehr begehrt. Und wir haben seit vielen Jahren mit Frau Behrendt als Geschäftsführerin sehr gut zusammengearbeitet, haben dieses Bauvorhaben gemeinsam mit der Landesbausparkasse, der LBS, dargestellt. Und wir sind eigentlich immer offen für unsere Wohnungsgesellschaften in unserem Geschäftsgebiet der Sparkasse Parchim-Lübs. Gerda Behrendt, Geschäftsführerin der WoBau, ist nicht nur auf offiziellen Terminen wie der feierlichen Einweihung der direkte Kontakt zum Baugeschehen wichtig. Viele kleine und größere Änderungen hat sie selbst angestoßen, damit die neuen Bewohner sich von Anfang an wohlfühlen. Also wir haben ja wöchentliche Baurapporte gehabt, wo immer ein Mitarbeiter unseres Hauses dabei ist, der den Bautenstand mit überwacht, der das mit überwacht, was letztendlich eingebaut wird, ob die Firmen in Verzug sind. Und es gibt dann immer Diskussionspunkte, wenn was ganz Besonderes dran ist, es sei dann zu bemustern, die Fliesen oder den Fußbodenbelag oder die Türen. Da bin ich dann auch dazu gegangen und dann haben wir gemeinsam auch mit Mitarbeitern bei uns in der WoBau entschieden, also wir nehmen jetzt mal diese Fliesensorte oder wir nehmen den Fußbodenbelag oder die Türen. Haben wir natürlich auch mit den Firmen gesprochen, experimentiert, das ist aber immer im Rahmen der Kostenvorgabe passiert. Aber die Möglichkeit haben wir schon dann zu sagen auch, wir wollen das jetzt mal anders. Neben den Wohnungen glänzt auch das restliche Haus mit Innovationen. Nämlich einem Fahrstuhl, leicht zugänglichen Abstellräumen auf gleicher Ebene und einem ökonomischen Blockheizkraftwerk im Keller. Eine der drei Raumwohnungen ist übrigens noch zu haben. Einfach bei der WoBau Parchim nachfragen.